Also die Kulisse ist ja cool. Aber da hockt ja niemand freiwillig an. Höchstens für ein lustiges Foto und zum Fiesen ein bisschen abkühlen. Aber den Sonnengang so richtig bis zum Schluss anschauen, das machst du nicht hier. Da suchst du, glaube ich, ein lauschiges Plätzchen. Das Wasser hier ist nicht überraschend angestiegen. Man hat es gesehen. Niemand hat sich hier jetzt vor den Fluten müssen retten. Keinem ist es plötzlich bis zum Hals gestanden. Ja, und solange ja nur die Fies im Wasser sind, geht es noch, dann kommst du selber wieder weg. Aber steht es dir wirklich beim Hals? Dann kannst du nur hoffen, dass dich jemand sieht und rauszieht. Das Wasser bis zum Hals steht Menschen plötzlich, wenn sie alles verlieren. Wegen einer Scheidung zum Beispiel reicht das Geld nicht mehr und die eigene Existenz ist bedroht. Dann können dir Fachleute helfen und deine Situation anschauen und sie neu ordnen. Freunde, Freundinnen stehen dir hoffentlich bei und helfen dir. Oder das Wasser bis zum Hals kann einem stehen, wenn eine Sucht das Leben bestimmt und du den Job und Beziehungen überhaupt nicht mehr ankriegst. Und es kann diesen Menschen bis zum Hals stehen, die den Lebensmut verloren haben wegen einer schwierigen Krankheit. Und wer an diesem Punkt angekommen ist, braucht normalerweise ein ganzes Team an guten Geistern. Es braucht ganz viele Menschen, die an dich glauben, die dir nochmal eine Chance geben, die dich nicht fallen lassen, die dich besuchen können und einfach da sind. Gut ist, wenn du dann auch einen Ort hast, wo du hingehen kannst und einfach sein, so wie du bist, was denn ist. Es gibt keine Antworten auf die Fragen, warum das Leben nicht allen Menschen die gleich guten Karten verteilt hat. Aber ich glaube, dass ganz viele von uns, einfach von uns aus, einmal so wie neue Karten können einfach verteilen, indem wir einmal dort hinschauen, wo andere wegschauen. Indem wir vielleicht zuhören, statt davonlaufen. Oder geben, statt nehmen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen nach gut Mensch sein. Und das bleibt es auch, wenn wir damit einfach so unser schlechtes Gewissen ein bisschen beruhigen wollen. Erst, wenn ich mich weder vor unrasiertem und unfrisiertem noch vor Zahnlücken und Löcher Socken abhalten, bekommt mein Anschauen, mein Geben und mein Zuhören Sinn. Wenn ich mit meinem zu viel jemandem sein zu wenig kann füllen kann. Übrigens, für das brauchst du weder jung und reich, noch besonders fromm und demütig sein. Es reicht ein bisschen freie Zeit und ein offenes Ohr. Und das Wichtigste hast du schon geschafft. Alles andere, glaub mir, wird selbstverständlich.